Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Machen wir mal hier weiter. Wir müssen uns hier der Qual stellen. Wie auch immer. Oh, ouch. Die Deckung. Oh, die Deckung, die Deckung. Ja, das wollte ich gerade abfangen sozusagen. Es hat nicht so ganz funktioniert. Oh, da kommt wieder was angeflogen. Und ich habe meine Deckung verloren oder meine Haltung, wie auch immer. Willensstärke oder Seelenschild, wie auch immer. Sehr schön. Aufgefangen und dann wieder zurück eingesetzt. Es ist ein Traum. Und dann können wir dem schön geben. Hätte ich jetzt gesagt. Doch, können wir. Wunderschön. Sehr geil. Gibt wieder schönen Loot. Wir hauen mal ab. Gucken mal, was hier sich auf der Seite noch befindet. Das Ding ballert als weiter auf uns. Ich hab's gesehen. Oh, oh nee, das gefällt mir gar nicht. Der Typ hier, der hat uns ja schon mal eingedeckt. Oh, Haltungsschaden. Oh, ich bin tot. Alter, der macht einen immer direkt kalt. Das ist ja Wahnsinn. Oh. Okay. Das dürfen wir wieder spielen. Traumhaft. Ja, diese Tomberries da, die sind schon ein bisschen stressig unterwegs. Ja, ich laufe mal hier vorne rein oder laufe mal generell den direkten Weg. Und da werden wir gleich noch ein bisschen Equip ändern und dann vielleicht mal strategisch an die Sache rangehen. Jo, das war jetzt nicht so ganz strategisch irgendwie. Oh, nerven die Viecher. Hallo. So, jetzt hier. Wo sind eigentlich meine Kollegen? Warum helfen die nicht mit? Hallo, ah, da kommen sie ja. Ganz gemütlich mal anmarschiert. So, ich muss unbedingt gucken, dass ich da mal wieder ein bisschen besser ins Game reinkomme. Das ist gerade nichts, was ich da mache. So, laufen wir hier durch. Holen uns unten jetzt die Schatztruhe. Den Qual lasse ich stehen, hätte ich jetzt gesagt. Dürfte ich ja eigentlich. Ja, es wäre sogar fast sinnvoll, so vorzugehen. Wir könnten ja eigentlich auch durch die Story so durchrennen. Es macht halt relativ wenig Sinn, mich jetzt mit den ganzen Low-Level-Gegnern hier rumzuprügeln. Sozusagen. Gut, ja, wobei doch ein bisschen hochleveln und so. So, was ist dann? Ich hab's ja nicht nötig, gegen die zu spielen. Das sieht man ja. Ganz eindeutig. Ich habe hier alles unter Kontrolle. So, Ironie off. Ja, ich habe jetzt meine Ausrüstung immer noch nicht verändert. Muss reichen gegen den jetzt. So, was machen wir hier? Blitz? Ne, Feuer hier, würde ich sagen, oder? Super, toll. Der hat gar nichts mitbekommen. Der weiß noch gar nicht, was ihm blüht. Oh, Betäubung, Küchenmesser, uncool. Leute, helft mir, Kollektivhass. Gibt's doch nicht, oder? Der haut mich direkt aus dem Leben, das ist doch nicht normal. Aber ich habe doch die Fähigkeit aufgesammelt irgendwie. Irgendwie passiert da aber nichts. Aber die Haltung von ihm zu brechen ist echt unfassbar schwer, wie man gerade sieht. Dann kann man fast nur über... Oh je, oh je, oh je, oh je. Nein, Leute, helft mir. Macht was. Ah, sehr schön. So, kriegen wir da wenigstens was Gutes von dem? Keine Ahnung. Jobaufstieg? Warum wurde da gerade so eine Axt eingeblendet? War das eine andere Klasse oder wird das immer so angezeigt? Beim Jobaufstieg? Keine Ahnung. So, ich laufe einfach mal hier nach vorne. Da können wir auch wieder speichern. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt könnte ich immer noch zurücklaufen und hier hinten rechts mal noch gucken, was dort abgeht. Können wir machen, oder? Wollen wir das machen? Oder wir gehen direkt hier storyrelevant nach vorne? Ach, verschlossen. Okay, wir gehen gar nichts. Kann ich hier runterjumpen? Nee. Moment mal. Wenn das Spiel mich hier hinschickt und es geht hier gar nicht weiter, muss ich wirklich da hinten rechts weiter, oder was? Gucken wir einfach mal, ob das so ist. Ganz kurzer Moment. Ich gucke mal ganz kurz hier in meine Kampfeinstellungen. Werde wieder das beste Equip anziehen. Jo, das sieht doch nice aus. Hat es irgendwelche Veränderungen gegeben? Jo. So, hier hat er auch das beste Equip an. Die anderen haben auch das beste Equip an, logischerweise. Irgendwas ballert da noch auf mich. Ich hoffe, ich lebe noch. Pikenia ist aufgelevelt. Dann hier Schwarzmagier ist ein bisschen aufgelevelt. Achso, das kann ich nur hier... Eine Jobanzeige da.
aufleveln, oder? Es ging doch nur hier. Jobmenü, gucken wir noch rein, was wir machen können. Schwarzmagier, ist ein bisschen was passiert. Hier eine Combo mit Blitz hätten wir da am Start. Oder könnten hier in die Richtung skillen. Oder was haben wir hier noch? Harter Hieb. Jo, ich hole mal den Kram hier mit. Sonst haben wir jetzt nichts mehr. Ich gehe dann mal in die hier Kampfeinstellung und gehe dann mal hier auf meine Combos. Wo haben wir da jetzt was Neues? Wird das hier haben wir das Nachbeben drin. Frostiger Einschlag. Da ist, glaube ich, was Neues, oder? Habe ich das jetzt gar nicht geskillt? Blutbeben. Habe ich jetzt gar nichts geskillt? Bin ich doof? Ich habe doch gerade... Habe ich doch gerade im Moment noch gemacht, das mit dem harten Schlag da. Was ist denn das? Nein. Wo bin ich hier? Schwarzmagier. Genau, hier. Waffenart. Kombo. Ja, Kombo. Verbessert Fertigkeiten in folgendem Slot. Ach so. Verbessert harter Hieb. Ach so, das ist eine Kombo-Fertigkeitseffekte. Ja gut, alles klar. Das ist was anderes. Und zwar das hier. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Also ist auch drin, harter Hieb. Hier sieht man es ja. Bei Nachbeben ist jetzt harter Hieb drin. Hier Elementarexperte. Da kann man natürlich auch drauf achten, dass in der entsprechenden, in dem entsprechenden Slot dann halt auch das entsprechende starke, die entsprechend starke Fertigkeit hier drin ist. Ja, vielleicht wird die auch, wie soll ich sagen, also gibt es immer nur eine pro Slot, aber trotzdem muss man halt gucken, wenn jetzt hier stehen würde, erhöht, was weiß ich, Willenskraft oder irgend so ein Quatsch und ich habe dann Nachbeben drin oder irgendwas, was halt nicht dazu passt. Mir fällt gerade nichts Passendes ein. Ja, nee, das ist auf jeden Fall gut, das hat uns besser gemacht, sehr schön. Darauf kann man natürlich dann auch achten bei der Auswahl seiner Lieblingsklasse. Passen die ganzen Fertigkeiten zueinander und ich krieg hier richtig auf die Latz. Blitzrad daneben gesetzt und meine Ausdauerleiste ist ziemlich unten und ich bin kurz vorm Down gehen, traumhaft. Ne, ich bin echt wieder voll im Game drin, muss ich sagen. Gott sei Dank habe ich gute Begleiter dabei. So, wir haben nochmal einen Stufenaufstieg. Pekenia levelt mit. Was? Was soll man aufhalten? Die Wurfviecher da, ne? Also, hier der uns die ganze Zeit eindeckt mit Damage. Die Balliste. Ja, das hätte ich auch so geplant. Sagen wir es mal so. So, wäre schön, wenn wir im heutigen Part den Level hier abschließen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Das wäre traumhaft. Und da könnten wir vielleicht noch eine neue Quest anfangen, bevor ich dann wieder eine kurze Aufnahmepause machen muss, sozusagen. Und da könnte ich off-Kamera wieder ein bisschen Nebenquest machen. Wie gesagt, die Anima-Splitter werde ich mir auf jeden Fall aufsparen. Finde ich so oder so, egal ob jetzt meine Theorie stimmt oder nicht. Ich habe es ja im letzten Part schon aufgestellt, dass man die wahrscheinlich im Endgame dann braucht. Angenommen, das stimmt nicht, wäre es immer noch, also zum Hochleveln irgendeines Schwierigkeitsgrades, das habe ich da irgendwie mal aufgegriffen. Angenommen, das stimmt nicht, dann ist es trotzdem nicht schlecht, weil das ist Fakt. Man kann später seine Jobs auf 99 hochleveln. Und dann kann man halt spätestens dann halt die Dinger nutzen und gucken, dass man sie dann nutzt zum Aufleveln dann halt spätestens. Entweder zum Aufleveln nutzen oder halt, wie gesagt, um halt irgendeinen Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Wo laufe ich denn hier hin? Was mache ich denn hier? Das war so eigentlich nicht geplant. Generell nicht, weil ich eigentlich auch was anderes machen wollte. Aber man merkt schon, der Schaden, der hier durchgeht, ist jetzt schon heftig. Wir gehen gut ab. Jo, das sieht auf jeden Fall nice aus, was wir hier treiben. Da geht es auch wieder hoch. Okay. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Und zwar wollte ich gerade gucken, ob meine Affinität wirklich steigt, wenn ich einfach nur ein Level aufsteige. Ich glaube, das ist so, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, nicht gut. Oh, ich liebe einfach den Move. Nachbeben ist cool. So, hier sind wir jetzt kurz geschützt. Ich möchte gerade was anderes gucken. Kampfeinstellungen hier. Wir haben im Moment Job-Affinität 80. Ja, muss ja fast so sein. Also, woher soll es sonst kommen? Durchs Equip kaum Affinität drauf, beziehungsweise gar keine. Klar, es kann durch die Level, könnte es noch sein, also durch die Skillbäume. Merken wir es uns einfach mal. Wenn es gleich höher ist als 80, hat sich auf jeden Fall was getan.
Hier geht's nicht runter. Ich lasse den jetzt einmal schießen und dann können wir hoch. Schnell, schnell, schnell. Oh, das war viel zu langsam. Ich bin tot. Beziehungsweise werde abgeschossen. Glück gehabt. Alter. Ja, unten das Ding habe ich gesehen, was ich da noch einsammeln könnte. Aber ist mir zu doof jetzt, dieser Story-Slot, sag ich mal. Das mache ich sonst wann. Wenn ich hier mal wieder durchmarschiere. So, wunderschön. Anima-Splitter hier bekommen. Wunderbar. So, und hier wird es dann wohl... Ah, hier könnte es entlang gehen. Hier wird es wohl dann nicht weitergehen. Oder was? Doch, die Balliste hier oben können wir dann wegmachen, oder was? Und dann links unten weiterlaufen zum Boss oder so, würde ich jetzt tippen. Normalerweise, wenn es einen Anima-Splitter gab, dann sind wir immer kurz vorm Boss. Mal gucken, ob das diesmal auch so ist. Wo laufe ich denn hier rum? Jumpen wir mal runter. Da hat gerade irgendwas so... Ne? Ach, nochmal so ein Vieh. Und da hinten ist eine Leiter, die hochführt. Habe ich gesehen. Traumhaft, wie er alles im Griff hat. Das ist ja Wahnsinn. Wie er alles sieht und an alles denkt und so vielleicht. Oh, die Dächer da, das ist ja mega nervig. Ist auch ein bisschen dunkel irgendwie so. Und ich kann doch nicht springen, oder? Konnte ich springen? Ich kann doch nicht springen. Jawohl, wie er abgeht. Keine Ahnung, ob der Weg, den ich gerade eingeschlagen bin, ob der sekundär ist, ob der optional ist, ob der, jo, also wie soll ich sagen, der Hauptweg ist. Das werden wir alles sehen. Auf jeden Fall level ich da fleißig. Wunderschön. Komm her, Goblin, gib mir einen Level. Ich will gucken, ob ich über 80 bin. Da haben wir eigentlich schon viel im Spiel dann auch gelernt, sage ich mal so langsam, was da so generell abgeht. Ich konnte doch nicht springen, oder bin ich gerade im falschen Spiel? Ah, hier Pekenia. Gut, könnte ich abwerfen. Ah, ne, hier kann ich hoch, alles klar. Ach, das ist ein Skelett. Sehr schön. Oh, da freue ich mich auch drauf. Also bei dem Spiel auch off-Kamera so ein bisschen weiter zu zocken, macht echt mega Laune. Weil es einfach lustig ist. Es macht einfach Bock, muss ich sagen. Das Gameplay ist wirklich sehr, sehr gut. Es macht richtig Spaß. So, im Pekenia könnte ich den halt abknallen. Hier können wir hochklettern. Und hier würde es ein... anderen Weg zum Turm geben und dann runtertroppen oder so. Vielleicht, ja, es scheint doch ein Hauptweg gewesen zu sein, den ich hier gegangen bin. Ja, wirkt so. Es geht gerade mit der Musik ab, die läuft gerade völlig amok. Ach so. Ja, wahrscheinlich ging es unten an der Brücke gar nicht weiter. So schien es gerade, als ob da die Brücke eingestürzt ist, wenn ich das richtig gesehen habe, gerade so im Vorbeigucken. You look almost disappointed, Jack. Und er wird es wohl da zum Boss gehen, nehme ich an, oder? Wie gesagt, normalerweise immer, wenn es einen Anima-Splitter gab, hat man eigentlich den Großteil des Levels geschafft. Ja, hier runterjumpen. Und wie gesagt, über die Brücke wäre ich nicht drüber gekommen, oder? Keine Ahnung. So irgendwie war das. Bin ich hier richtig? Keine Ahnung. Ah, ach, hallo, oh je. So, da könnten wir uns einen Erfolg holen, wenn wir den jetzt wegmachen. Und das habe ich auch off-Kamera schon geschafft. Oh, sehr schön, das war's schon mit ihm. Ja, und der einen Nebenquest läuft der halt auch direkt rum. Ich weiß nicht, ob es da immer besonderen Loot bei denen gibt. Wahrscheinlich ist das wie so eine Spezialschatztruhe sozusagen. Was aber auch dafür spricht, dass wir hier vielleicht doch in einem sekundären Weg sind, weil die waren oft in so einem Sekundärbereich. So, gleich mal gucken, ob wir irgendwie da aufgelevelt sind oder nicht. Also in unserer Affinität. Dann hole ich mir noch gerade einen Heiltrank rein. Jo, geh mal hier voll drauf. Mach ihn weg. Der war doch schon fast erledigt. Was ist denn da los? Jetzt aber. Ja, gibt es bestimmt auch noch einen Erfolg, wenn man da, was weiß ich, wie viele Gegner... Ah, Turmschlüssel erhalten. Wunderschön. Gefinisht hat oder sowas. So, ganz kurzer Moment. Gucken wir rein hier. Affinitätsbonus. Ne, ist immer noch bei 80%. Also geht es wirklich nur, das müssen wir dann auch nochmal gucken, über die Ausrüstung.
Und über die Skillung, oder was? Ist natürlich auch interessant. So, hier, ich drück mal. Nee, ich drück jetzt mal drauf. Haben wir irgendwas Neues? Nee. Er setzt da nichts Neues an. Okay, alles klar. Wobei, das Schild da ist doch neu, oder? Habe ich das schon die ganze Zeit? Sieht auf jeden Fall cool aus. So, wir haben den Turmschlüssel. Ich bin irgendwo und kann einen Aufzug benutzen. Ist das ein Aufzug? Und hätte ich da noch nach vorne gucken müssen? Alter. Bestimmt. Der Turmschlüssel ist bestimmt für hier hochzufahren, oder? Nehme ich mal an. Wobei, stand dann da immer Turmschlüssel benutzt oder so? Keine Ahnung. Andere Seite, andere Seite. Guten Tag. Feuer. Jo, Feuer, machen wir. Feuer ist schön. Jo, machen wir zuerst den kleinen Kram hier weg. Nachbeben, fast. Bisschen Leben verloren. Oh, jetzt wird es doch ein bisschen nervig. Jo, dann machen wir es halt so. Ich bin ziemlich angeschlagen, Leute. Ja, gut, egal. Da sind schon ein paar Gegner weg. Gegner, die schon mal nicht rumnerven, sind immer gute Gegner. So, das Ding hier weghauen. Blaster aufsammeln. Ach, nicht geglückt. Schade. Also die Fähigkeit klauen. Wäre das überhaupt gegangen? Da muss ich auch mal drauf achten mit den Farben und so. Manche kann man ja klauen, manche nicht. So, geht mal voll drauf, Jungs. Und Mädels und so. Könnte auch sein, jetzt Turmschlüssel benutzt. Wo bin ich? Was geht ab? Ja, da liegt noch einiges an Zeug rum. Kommt jetzt ein Aufzug angebrettert oder was soll das? Hallo? Wo bin ich hier? Achso, und ich bin fast tot. Traumhaft. Ah doch, funktioniert. Sehr schön. Ich weiß nicht, was ich da mache. Vielleicht gehe ich gerade den Weg auch wieder zurück. Könnte auch sein. Jack's power is no joke. You think he might be the one? We need to make sure. Why not throw him at a badass monster? And I'd settle it quick. Jo, vielleicht bin ich der Auserwählte. Wäre auf jeden Fall nice. So. Das ist der Turmschlüssel. Hier können wir speichern. Dann geht's wahrscheinlich zum Boss. Nehme ich mal an, oder? Gibt's wieder einen Splitter? Nein. So, hier vielleicht mal ganz kurz gucken, ob wir noch was leveln können. Jobpunkte 2. Können wir noch was in Richtung Affinität machen? Magieschadenerhöhung. Eine Kombo, eine neue. Okay. Schalte den Schwarzmagier-Zauber Meteor frei. Jo, klingt eigentlich nice. Oder den Magieschaden. Machen wir zuerst mal das. Hilft uns vielleicht jetzt mehr noch im Kampf. Na, gucken wir mal. Und sterben mal eine Runde, würde ich sagen, oder? Turmschlüssel, ole ole. Wen wollten wir hier treffen? Astio, Astia, wie auch immer. There's no one here. Did Bicke lie to us? Ohne viel Gespräch geht's direkt los. Traumhaft. Hallo? Schwarzritter. Hat mich mal gerade umgestürmt. Traumhaft. Oh, da habe ich Stampfen hier. Jawohl. Konnte ich hier einheimsen. Ausschlagen kann ich nicht ausweichen oder nicht blocken. Sowas. Oh, oh, oh. Kurz heilen. Oh, der müsste aber gut gehen, oder? Mit Feuer oder Wind vielleicht dann hier vom Pferd runterhauen oder sowas. Oder? Hätte ich jetzt gesagt. Wie gesagt, Stampfen ging auch gut. Oh, jetzt habe ich mich aus Versehen geheilt. Wollte ich gar nicht. Ja, das läuft gerade alles nicht so geil. So, stürmen kann ich nichts machen. Muss ich ausweichen. Geht aber irgendwie nicht. Und ich bin ziemlich im Eimer. Jo. Nee. Okay, ich wollte es gerade blocken, das geht nicht. Also hier so. Mit dem Seelenschild. Also rot geht nicht und lila waren, glaube ich, die Fähigkeiten, die man da blocken konnte. Ne? So irgendwie war das. Bitter. Hab mich gerade angestellt wie eine Wurst. War klar.
Der Schwarzritter. Der Schwarzritter ist ein gefährlicher Gegner, der zusammen mit seinem Reittier angreift. Bleibe stets in Bewegung, da er in Windeseile große Distanzen zurücklegen und so Gegner in der Ferne angreifen kann. Insbesondere das Reittier verfügt über zahlreiche unblockbare Angriffe, also vergiss nicht, erst ausweichen, dann angreifen. Ja, das habe ich auch gecheckt. So halbwegs zumindest mal. Das hier zum Beispiel. Genau, und dann kann man schön reinhauen. Aber man kriegt da seinen Block auch kaum runter. Und jetzt greift er mich gleich an. Nochmal, ja genau, hier den. Ist jetzt Wind effektiv oder nicht? Ah, und das kann man auch nicht abblocken. Und das auch nicht. Okay. Ja, da ist wahrscheinlich... Oh, stampfen hätte ich blocken können. Da ist wahrscheinlich so ein Pikeni eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Hier. Genau. Ist ja eigentlich nice, so über Fernkampf hier dann immer werfen. Sehr schön. Und dann stampfen wir zurück, pieksen ein bisschen rum und sind halb down. Traumhaft. Oh, 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 da kriege ich zu viel Hits ab. Oh, die Angriffe gehen schon schnell von der Hand, muss man sagen. So. Verliere ich selbst Ausdauer, wenn ich da rum dodge? Nee, ne? Hier stampfen, sehr schön zurückstampfen und ich bin nochmal fast tot. Ein bisschen Heilung wäre nice. Irgendwie eine sinnvollere Heilung. Oh, nervt das Ding, ey. Eine Magie-Regeneration über Zeit wäre auch geil. Ja, der trifft mich immer, das ist ja voll krass. Was geht denn ab? Haltung! Aber wenn ich seine Haltung bresche, wenn er selbst unter 50% Leben ist, da könnte ich ihn doch direkt finishen. Das wäre ja auch mal nice. So irgendwie könnte man es doch machen. Wenn ich sein Trampeln da wieder abfangen würde. Oder ich sollte einfach diese Angriffe hier blocken. Das wäre ja auch mal eine Idee. Ja. Super, und jetzt kriegt er wieder volle Haltung, ne? Ah, ne. Jetzt nur noch der Ritter. Okay, auch nett. Aber ich bin... ziemlich down. Sehr schön. Hier, Fertigkeit zurückgeworfen. Das hat doch fast was von Skill gehabt, oder? So, das können wir nicht blocken oder aufsammeln, wie auch immer. Einmal heilen könnte ich mich noch. Da kommt Sturmgewitter, das hole ich mir wieder und werfe es zurück. Sehr nice. Phantombeschwörung ist nicht so geil, ehrlich gesagt. Sturmgewitter wieder, fange ich wieder ab und werfe es wieder zurück. Eventuell haue ich dann auch seine ganzen Begleiter da weg. Ist vielleicht eine andere Klasse für mich gerade geiler? Magie? Magie, mach was! Gezielter Stoß abgeblockt. Hallo? Achso, ich habe keine Magiepunkte. Für meine supergeilen Angriffe da. Komm hier, das ist ja easy immer abzufangen. Das ist ja geil. So, hier, Magie aufladen. Oh, weggehen, weggehen, weggehen. Mach bitte nochmal deine Fähigkeit da. Ja, so ist gut. Au, ouch. Ja, geht aber, den kriegen wir weg, oder? So, geht voll drauf, Jungs, geht voll drauf. Und Mädels. Das war's, oder? Sehr schön. Gibt's ein paar Kniestöße. Traumhaft. Das war's doch, oder? Jo. Schön mit der helle Bade aufgespießt. Ein Traum. Kraftlanze 24. Sehr schön. Das sind doch ganz nette Sachen. Der König der Dunkelelfen. He's good. Better than good. Only Jack can fight like that. Glad to see he's back. Took long enough. What? Bravo, Jack. And a round of applause for Jed Ash. And Neon, of course. You know who we are?
I'm a dark elf, you see. And we dark elves... Just tell us about the crystals. That's all I want to know. Good, good. Those who are to forge the future mustn't be concerned with trivialities. Then cut to the chase. My castle is here. Make your way through this forest until you reach a tower. At its zenith, you will find the wind crystal. The journey will be perilous, but I suspect that doesn't come as a surprise. Any questions? Just one. Is it true you made a deal with Chaos? No, but you will. Chaos, darkness given form, given purpose. By its hand were the crystals extinguished, and only by its hand can they be restored. Of course, a deal with a monster commands a high price. Your very lives may be required as tender. Is that funny? I just forgot what it's like to hear some good news for once. Safe travels, Jack. Interessant. Oh, noch neuer Kram. Sehr schön. Wahrscheinlich Abschluss der Quest und so ein Kram. Sehr nice. Ja, sind wir ein gutes Stück vorangekommen. Ging eigentlich easy mit dem Boss da. Die erste Phase fand ich ein bisschen schwieriger. Die zweite Phase ging dann eigentlich recht easy. Hauptmission Verzerrung der Natur. Diese Mission ist jetzt verfügbar. Ja, durchschnittliche Ausrüstungsstufe. Oh, durch deine Begegnung mit Astos wurden Erinnerungen deiner Gefährten freigeschaltet. Ash kann jetzt den Job Mönch, Chad den Job Dieb und Neon den Job Rotmagier auswählen. Nice. Okay, können wir dann eventuell mal tauschen. Werde ich dann mal machen. Jobs für Verbündete freischalten. Mit zunehmendem Spielfortschritt schalten deine Verbündete neue Jobs frei, die sie verwenden können. In den Kampfeinstellen kannst du auswählen, welche Jobs deine Verbündeten ausüben sollen. Eventuell kann man das dann auch wieder nutzen, um doppelte Affinität zu nutzen, um die stärker zu machen und so weiter. Bei denen ist das natürlich dann wahrscheinlich sehr wichtig, weil ich gehe davon aus, dass sie nicht alle Jobs auswählen können. Und wenn die nachher im Endgame 4 oder 5 Jobs haben und wir skillen nur diese Jobs aus mit der Ausrüstung, mit der Affinität der Ausrüstung, machen wir halt die Gefährten deutlich besser und sozusagen auch nützlicher. Ja, gehe ich mal davon aus, dass das so ist. Und hier sehen wir es jetzt auch, Missionsstufe ist zu hoch. Jetzt könnte man natürlich Nebenquests da noch machen, die wahrscheinlich hier, wo ist das Westschloss, war? Wo war denn das Westschloss? Warum ist das jetzt nicht mehr auswählbar? Bin ich gerade bescheuert? Ach, hier ist das Westschloss, okay. Genau. Und dort könnten wir jetzt, genau, hier so ein bisschen uns noch versorgen mit Zeug, aber letzten Endes eigentlich nicht so sinnvoll. Hier kriegen wir 3 Anima-Splitter, wenn ich das einfach abschließe nochmal. Sehr nice. Gut, bei den anderen kriegen wir auch 2 oder so, die ich natürlich auch jetzt ganz easy wahrscheinlich durchlaufen könnte. Gerade sowas jetzt hier, das dürfte ja eigentlich kein Problem mehr sein. Ja, nee, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part trotzdem hier in der Hauptmission weiter. Warum, habe ich ja schon erläutert. Die Nebenquests lasse ich jetzt mal. Wir leveln ja eigentlich super schnell mit, was das Equip angeht. Und dann können wir auch andere Chars auswählen. Und dann halt, sage ich mal, andere Klassen natürlich auswählen. Es scheint schon viele Quests zu geben, da bin ich mal gespannt. Ja, dann können wir die anderen Chars mit neuen Jobs auswählen, ausrüsten. Und wie gesagt, unsere Klasse da einfach weiter hochzocken und auch neue Jobs auswählen und so weiter und so fort. Jo, ihr wisst Bescheid, ich freue mich drauf. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.